Tor beim Startelfdebüt. Wie sehr freut es dich, dass du beim Sieg in Klagenfurt einen Treffer beisteuern konntest? Boah, freut mich natürlich sehr. Also, aber ich bin natürlich noch glücklicher über die 3 Punkte, die wir uns, glaube ich, richtig verdient haben heute in dem Spiel. Ein verdienter Sieg in deinen Augen? Ja, auf jeden Fall. Liverpool kommt jetzt. Wie sehr kribbelt es schon? Wie sehr ist die Vorfreude groß? Boah, extrem. Ich glaube, wir haben ja auch gehofft, dass wir die bekommen vor der Auslosung. Jetzt haben wir es in unserem Stadion in LASK mit unseren Fans. Ich glaube, gibt wenig solche Spiele im Leben. Und ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich schon riesig gegen diese Topstars zum Spielen. Und ich glaube, wir haben nichts zu verlieren und hauen alles rein. Florian Frecker, gratuliere zum Tor. Ein verdienter Sieg in deiner Meinung? Ja, danke einmal. Glaube ich schon. Also über das ganze Spiel, glaube ich, ist der Sieg auf alle Fälle in Ordnung. Jetzt in der zweiten Halbzeit ist Klagenfurt ein bisschen mehr durchgekommen. Hat man irgendwann das Gefühl gehabt im Spiel, dass das nur gefährdet sein könnte, der Sieg? Ehrlich gesagt am Platz nicht. Natürlich war klar, dass sie da noch einen Anschlusstreffer noch alles nach vorne haben werden, aber ich finde, wir haben das in der Boxverteidigung richtig gut gemacht. Ich meine, Klagenfurt hat dann schon Druck gemacht, so ehrlich muss man sein, aber ich finde, wir haben das souverän dann heimgebracht. Jetzt kommt Liverpool am Donnerstag. Wie sehr kribbelt es schon? Ja, natürlich freut man sich auf das Spiel. Jetzt war mir wichtig, dass wir das Spiel gut drüber bringen. Das haben wir jetzt einmal erledigt. Und jetzt können wir mit riesiger Vorfreude auf das Spiel am Donnerstag blicken.